gewesen bis 2003, oder? Absolut korrekt. Richtig, ja. Und gibt es irgendein besonderes Erlebnis, das du uns auch vor der Kamera erzählen kannst? Nein, eigentlich nicht. Da gibt es nicht viel, oder? Weil eigentlich war früher immer nur mit Gerhard Berger und Sender. Und jetzt ist zur besten Sendezeit, die Sachen kann ich jetzt eher nicht erzählen. Aber. Okay, herzlichen Dank, Joe. Alles Gute für dein Team, für das Thema von Sauber im Rennen. Siehst du, der schaut halt ein bisschen auf mich. Aber es gibt natürlich auch noch viele, viele Österreicher, die hier hinter den Kulissen arbeiten. Caroline Zobernick hat zwei gefunden, die schon seit vielen, vielen Jahren hier in der Formel 1 ein bisschen auch fürs Grobe zuständig sind. Definitiv nicht 9 to 5, sondern rund um die Uhr arbeiten die harten Jungs, welche die rasenden Motorhomes auf- und abbauen und das in einem Tempo, das einem schwindlig wird. Bei Sauber koordinieren zwei Österreicher im Hintergrund den Umzug des Formel-1-Zirkus. Also wir fahren relativ wenig, das sind